Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue LG Class, das erste Smartphone von LG mit einem Aluminiumgehäuse. Es ist ein Mittelklasse-Smartphone und ich würde mal sagen, wir packen es erstmal aus, dann kommen wir auch nochmal zu den technischen Daten und es gibt auch ein paar Tests, damit ihr sehen könnt, wie schnell dieses Smartphone arbeitet. Also, let's go! Die Packung ist relativ klein, wie man sehen kann. Hier auf der Seite haben wir ein paar Key Facts. Da haben wir eine 8-Megapixel Frontkamera, einmal hier Gesture Interval Shot, 2,5D Glas und ein Real Slim Metal Body. Öffnen wir das Ganze mal. Da haben wir hier das Smartphone. Da kommen wir gleich dazu. Fühlt schon mal ganz gut an, muss ich sagen. Was ist hier in der Box? Da haben wir einmal einen Quick Start Guide. Das Netzteil. Kleine Tool, um Tray für die SIM-Karte und für die Micro-SD-Karte rauszuholen. Ein Headset und hier auch nochmal ein USB-Kabel, Micro-USB zu normalen USB. Und das war's auch schon, das ist der Lieferumfang. Bevor wir es einschalten, kommen wir mal zu den technischen Daten. Da haben wir hier erstmal als Display ein 5 Zoll IPS LCD mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 294 ppi. Das Display wird außerdem hier durch Gorilla Glass 3 geschützt. Schauen wir uns jetzt mal von allen Seiten an. Hier auf der linken Seite haben wir erstmal nichts. Hier unten dann ein Kopfhöreranschluss, dann den Micro-USB-Port. Außerdem hier auf der rechten Seite dann den Nano-SIM-Karten-Slot und hier einen Slot, um den Speicher zu erweitern für eine Micro-SD-Karte. Oben haben wir dann auch nichts. Auf der Rückseite die Aluminiumrückseite und hier einen kleinen Huppel, wie man sehen kann. Dort befinden sich die drei Tasten des Smartphones, nämlich einmal die Lautstärketasten für lauter und leiser und hier in der Mitte der Power-Button. Darüber die 13-Megapixel-Kamera mit LED-Licht. Hier haben wir den Lautsprecher und hier über dem Display auch noch eine Frontkamera mit 8 Megapixeln. Das Design gefällt mir hier ganz gut, vor allem hier das mit den Schrauben oben und unten. Das sieht schon sehr nice aus. Betont also nochmal hier dieses Industrial Design, wie ich finde. Fühlt sich ganz gut an, also die Verarbeitungsqualität ist auf jeden Fall in Ordnung. Und von der Größe her, finde ich, liegt es auch gut in der Hand, da 5 Zoll jetzt auch noch so eine schön kleine Größe ist, verglichen mit den ganzen anderen großen Smartphones auf dem Markt. Von der Software her haben wir hier natürlich Android. Gehen wir auch mal in die Einstellungen und gucken, welche Version genau. Haben wir hier Android 5.1.1, also Lollipop. Als Prozessor kommt hier ein Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core zum Einsatz. Dieser taktet mit 1,2 GHz. Das System bekommt 1,5 GB RAM, der Benutzer 16 GB Speicher. Den kann man aber hier durch den Micro-SD-Karten-Slot natürlich auch noch erweitern. Von der Konnektivität her haben wir hier WLAN 802A/BGN und Bluetooth 4.1. Der Akku hat eine Kapazität von 2050 mAh, sollte euch auf jeden Fall durch den Tag bringen und er kann nicht entfernt werden. Hier haben wir die Quadrant Benchmark und den starten wir mal. Als Ergebnis bekommen wir hier 13.966 Punkte, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt der AnTuTu Benchmark. Das Ergebnis 27.977 Punkte und last but not least 3D Mark. Und das Ergebnis sind 5.252 Punkte. Jetzt zocken wir noch ein paar Games. Ich habe hier einmal Shadowgun und dann noch Real Racing 3 und das sind schon sehr grafiklastige Spiele.
Beim LG Class hätte ich mir auf jeden Fall hier unten Touch-Tasten gewünscht. Wir haben jetzt die Tasten on-screen, also wenn wir hier beispielsweise im Spiel sind, müssen wir hier einmal rüber swipen und dann bekommen wir hier die Tasten angezeigt und haben sie dann eben hier im Display. Aber ich finde, es wäre einfach schöner gewesen, sie links und rechts hier neben dem LG-Logo zu haben, beziehungsweise das LG-Logo vielleicht als Home-Button. Aber gut, das ist einfach nur meine persönliche Präferenz. So, wie warm wird eigentlich das Smartphone nach dem Benchmarken und dem Spielen? Ich habe hier ein Infrarotthermometer und dann können wir jetzt mal sehen, wie warm das wird. So, das sind so 33 Grad. Also auf jeden Fall noch okay, finde ich. Kommen wir mal zur Qualität der Kamera. Also wir haben jetzt hier eine 13-Megapixel-Kamera, wie gesagt. Wir dürften uns darüber einig sein, dass es ein Mittelklasse-Smartphone ist und wir hier jetzt keine High-End-Bildqualität wie beispielsweise beim LG G4 erwarten können, was ja ein High-End-Smartphone ist. Dennoch muss ich sagen, dass die Qualität der Bilder auf jeden Fall in Ordnung ist. Selbst wenn wir hier reinzoomen, haben wir hier noch richtig gute Details. Also tagsüber sind die Bilder hier absolut in Ordnung, sehen gut aus. Auch hier wieder. Ich blende das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen genauer ein. Also es sieht auf jeden Fall in Ordnung aus. Abends wird es natürlich ein bisschen rauschiger, das Bild. Aber sieht sogar eigentlich noch ganz okay aus. Ich habe jetzt mal hier ein Video und ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Hier haben wir noch ein Video bei Nacht. Das ist jetzt nicht so optimal, aber es ist immer noch in Ordnung, muss ich sagen. Da haben ja viele Smartphones in dem Bereich eher Probleme. Also das ist absolut okay. Das LG Class kommt in Gold, Silber, Blau und Schwarz und wird 249 Euro kosten. Wenn ihr Interesse an dem LG Class habt, dann findet ihr jetzt hier unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Das war mein Testbericht zum LG Class Smartphone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich hier über einen Daumen hoch auf YouTube freuen. Das unterstützt mich immer sehr. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auch noch meinen Kanal abonnieren, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu dem LG Class habt, dann stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde mich natürlich interessieren, was ihr vom LG Class haltet. Wie findet ihr das Design? Was sagt ihr zum Preis? Schreibt es einfach hier unten in die Kommentare und wir können da ein bisschen drüber diskutieren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.